Ja, weil es eine fantastische Sportart ist. Mega Swissness, Chancen, grosse auch Titel zu gewinnen. Und natürlich die Herausforderung, etwas zu bewegen in diesem Sport. Und ja, mein Sportlerherz, das dazu viel gesprochen hat. Ja, es ist so. Es ist aber Mannschaftssport. Es ist sehr ähnlich in den Strukturen, in den Verbandsstrukturen auch. Ich habe alles von ganz unten, kleinen Verein, Nachwuchsförderung von meinem Vater bis auf die Nationalmannschaft und Präsident von der Winterthur erleben. In einer Sportart, wie gesagt, sie ist ähnlich. Und was ja auch ein Kriterium war, warum man vielleicht mich dann auch als Kandidat überhaupt hat wollen, ist eine gewisse Unabhängigkeit, Neutralität, Objektivität, um das ein oder andere Problemfeld, das sich in den letzten 1, 2, 3 Jahren ergeben hat, vielleicht helfen zu lösen. Ja, wenn ich jetzt so Gespräche geführt habe, glaube ich, in dem Sinne wichtig, es wird akzeptiert. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, das mich sehr freut. Ich glaube, es wird ja, gesehen, dass man vielleicht eben mit einer Aussenbrille, mit einer objektiven Frage, warum etwas so ist, wo plötzlich die Türen zugegangen sind, vielleicht eben die Türen wieder öffnen, wieder Vertrauen schaffen. Und das ist jetzt sicher, das sind die ersten Schritte, die ich die ersten Ziele erreichen will. Ja, ich glaube, überall tolle Menschen, die für den Sport sehr viel Herzblut entwickeln, immer wieder zeigen, ohne das geht es nicht. Im Bewusstsein, eben, man hat super Strukturen, man hat einen Verband, der gesund aufgestellt ist. Aber hat sich jetzt im einen oder anderen Bereich ein bisschen auseinander dividiert. Und daraus sind auch frustrierende vielleicht Momente entstanden. Und das wieder zu beheben, ist, alle haben gesagt, lass uns wieder Familie sein, lass uns wieder zusammenrücken, lass uns wieder das Vertrauen gewinnen, ineinander, gegeneinander. Für mich auch wichtig, der gegenseitige Respekt, Wertschätzung. Für jeden, der vielleicht eine andere Sicht hat in diesem Hockeyhaus Schweiz. Und das wieder zusammenzufügen, habe ich gespürt, da ist auch Wille da. Und dann macht es hoffentlich auch Spass, jetzt da mitzuhelfen, dass das passiert. Ja, indem man die gegenseitige Position versteht, aber eben auch offen daran angeht, bereit ist für Gespräche, nicht einfach die Türen zuschlägt, einander Briefe schreibt, sondern wirklich sagt, hey, was wollen wir zusammen, wo soll das Hockey in 5, 10 Jahren stehen, mit so Leuchttürmen, Weltmeisterschaft, wo vor der Tür stehen, die müssen wir nutzen, die müssen wir sehr schnell, sehr gut nutzen, damit sie auch allen bis jeden Verein runter, wirklich hilft, auch in der Nachwuchsförderung, im Aussenauftritt vom Eishockey in der Schweiz. Und darum eigentlich, dass miteinander reden, aufeinander zugehen und gemeinsame Nenner finden. Oder? Das moderieren, das mithelfen, dass es passiert. Ja, das motiviert mich. Ja, ich glaube, der Verband ist komplex. Wir haben sicher die Herausforderung, dass wir auch die Swiss League in der Positionierung schärfen müssen. Und da haben wir jetzt heute Morgen mit dem kleinen Erfolg können kommunizieren, dass das auf dem richtigen Weg hoffentlich ist, aber da gibt es noch viel Schritte zu nehmen. Also die Positionierung ist ganz wichtig, dann Nachwuchsförderung generell ist ganz wichtig. Frauensport, ganz ein wichtiges Thema meines Erachtens auch, heutzutage sowieso. Und dann natürlich auch Nachhaltigkeit, was sicher auch im Eishockey nicht so einfach ist, weil es sicher viel Energie auch braucht in diesen Hallen. Aber auch hier das auf die Zukunft ausrichten, das sind sicher strategische Hauptthemen, die uns werden beschäftigen im Verwaltungsrat.